Guten Tag. Ich hab noch Pizza im Mund. Willkommen zurück. Heute lernt Budi nicht nur Dota, sondern auch richtig essen. Ja. Und richtige Manieren. Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Dota 2 Experiment. Ja. So nehmen wir es einfach mal, denn ich habe mir vorgenommen, in den nächsten kommenden Wochen, mal live, mal nicht live, hier bei uns auf dem Sender, Dota 2 zu trainieren. Und wirklich zu versuchen, in die Materie reinzusteigen. Ich bedanke mich an alle Leute, die hier bei uns in der Community mir auch immer wieder geile Tipps geben, auch Links schicken, hier, check das und vor allen Dingen Hilfe anbieten. Das werde ich auch noch außerhalb von dieser Nummer auf jeden Fall wahrnehmen. Denn ich werde versuchen, so schnell wie möglich Dota 2 mit drauf zu tun. Und zwar alles für eine Nummer, worüber ich mich sehr freue, dem ISO Stream Team. Also Stream Team, da wird theoretisch, wenn ihr Bock auf Dota habt oder auf Hearthstone oder CSGO, werden neue Caster gesucht oder neue Streamer. Und wenn ihr selber Bock habt, so etwas zu tun in diese Richtung, dann könnt ihr euch dort und darüber Informationen holen. Ich sitze dann für das Thema Dota in der Jury. Bin zwar nicht so bewandert in Dota, aber ich glaube, so in dem live vor der Kamera sitzen und Pizza essen, kann ich ziemlich gut. Kannst du ziemlich gut. Außerdem hast du ja noch Zeit, das ein bisschen, zu lernen. Genau, also ich muss das Spiel komplett neu starten, das habe ich noch gar nicht gemacht. Also, ja. Das mache ich jetzt nicht. Und ich nehme gerade blind Leute an mit Freundschaftsanfragen und lade die in die Gruppe ein. Einer hat schon angenommen. Okay. Der ist schon beim nächsten Game dabei. Deswegen schickt einfach an die Raketenbohne eine Freundschaftsanfrage. Ich nehme die gerade blind an, das ist halt purer Zufall. Und schicke einfach eine Einladung raus. Und wer da annimmt, ja, der hat Glück und kann eine Runde mit uns spielen. Und wahrscheinlich verlieren. Aber das weiß man nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht fast so aus, als ob ein Rechner abstürzt. Können wir das einmal abgreifen, bitte? Ist das machbar? Sieht gut aus, ne? Oh, da haben wir noch einen. Der Waldgeist ist auch dabei. Ja. Ich finde, das sieht ganz gut aus bei mir eigentlich. Ja, so ein bisschen weiß. Also das Spiel, wolltest du gerade schließen? Ja. Ja, das macht es gerne mal. Das dauert jetzt ja, ein bisschen, ne? Jetzt haben wir es hier. Sehr gut. Sind genug Leute da? Muss ich in die Hände klatschen? Sehr nett übrigens. Wir haben auch über Twitter eine Anfrage gekriegt hier. Wir sind zu dritt, nehmt uns. Es wäre sicher kein Fehler. Ja, von Bright Eyes. Ja, jetzt zu spät. Ich schwitze erstmal noch und bereite mich mental nicht nur auf Dota vor, sondern auch auf Wir müssen reden heute Abend. Kennst du das Format mit Gunnar? Gunnar, wer ist das? Gunnar Krupp. Gunnar Krupp, ne. Ja. Mehr unbekannte Person. Ich hab da ein bisschen Angst vor. Ja. Zum ersten Mal, aber als Gast, ja. Ja. In 6 Monaten habe ich mich erfolgreich davon drücken können. Ich versuche mal Taskmanager. Yes. Das scheint jetzt nicht so. Sieht nicht so erfolgreich aus, ne? Mhm. Schauen wir doch mal. Dota, inaktiv. So, die Freundesanfragen, wir sind Gruppe voll, deswegen tut mir leid. Oh, warte, was ist da los? Was denn? Ist jemand weggegangen? Ja, hat er keinen Bock gehabt. Vielleicht war er ein großer Fan von Gunnar und fand den Witz gerade nicht gut. Nee? So, schauen wir mal. Ich komme auch wieder zurück ins Spiel und dann wird weiter Dota gespielt. Es ist 21.30 Uhr, eine ganze Stunde bleibt uns noch über. Das heißt, wenn wir Glück haben, sehen wir eine Partie, wo wir rausgehen, weil wir verlieren. Und dann noch ein Match, was wir gewinnen. Rein rechnerisch gesehen. Ich bin übrigens jetzt schon bei 59 Battle Points. Was ganz gut ist, ne? Das ist auch mein MMR hier, 59. Oh, ja? Nee, das ist nicht dein MMR. Da muss erst gelistet werden. Ich glaube, 10 Spiele sind's. Okay. Lädst du mich ein, Mann? Ach stimmt, du bist raus. Jetzt ergibt das alles auch einen Sinn. Jetzt macht alles einen Sinn. Schon gedacht, das wäre jemand aus der Community gewesen. Evil Geniuses annehmen, alles klar. Los geht's. Hell, so, ich hoffe mal, die Leute sind bereit. Waldgeist. Deswegen und suchen wir jetzt einfach mal. Irgendwas mit Puh. Puppetmaster wahrscheinlich. Puppetmaster. Ich weiß gar nicht. Was willst du denn jetzt nochmal spielen? Oh, Pick. Warte mal, was steht im Schreiber. Dachte an Techies, Rigi oder Pill. Techies Patch Lane? Nee, Pill ist, was du eben gerade, Phantom Lancer. Ja, achso. Den hast du eben gerade zum Beispiel gespielt. Ja, den fand ich ganz gut, ne? Da will schon einen Dying Top, da habe ich nichts dagegen. Was heißt das? Das kann ich auch gerne jemanden Undying, dass er Toplane spielt mit Undying. Achso, Undying ist der. Das ist ein Held, genau. Okay, ich schreibe mal okay rein, oder was? Habe ich jetzt geschrieben in den Chat. Gut, also das heißt, die Top ist besetzt mit Undying. Und was machen wir? Spielen wir das wie gerade eben, oder? Ich weiß nicht, ich war eben gerade nicht so der Burner. Du warst nicht der Burner, warst unzufrieden. Was spielst du denn normalerweise? Auch so ja, Supporter. Ich spiele ja an sich Supporter, habe ich ja eben gerade auch gemacht. Ja. Jetzt haben wir sogar schon ein Game gefunden. Ja. Das ging ja schnell. Ja, will ich mal. Willst du einfach einen anderen Hero nehmen? Oder macht das keinen Sinn?
Was willst du denn? Willst du nochmal Carry spielen oder was? Mir ist egal, ich muss alles lernen. Ich muss alles lernen und ich werde dich genauso wie bei den anderen Partien vorher immer wieder konstant fragen, hilf mir, sag mir, was ich tun soll. Also deswegen, also eigentlich Wumpe. Eigentlich Wumpe, gut. Ja, also da müssen wir vielleicht auch jetzt gucken und da hilfst du mir auch schon mit. Guck mal, Undying, ich weiß nicht, was Undying für ein Hero ist. Patch and Techies Offline. Okay. Ja, klar. Techies ist an sich, ist auch ein Charakter, den man sehr gut können muss, weil er ist an sich nicht wirklich stark. Er hat keinen starken Attack, er hat kaum HP und sowas. Ja. Er baut Fallen auf. Er kann Minen legen. Ja. Und das ist eigentlich seine Hauptaufgabe. Er legt eben Minen an bestimmte Stellen, zum Beispiel Secret Shop. Da läuft der Gegner irgendwann mal hin oder an die Rune. Und wenn da 5 Minen legen, machen die 2000 Schaden oder sowas. Alter, echt so viel oder was? Ist auf einmal weg, ja. Der kann, wenn es gut läuft, das Spiel richtig gut kontrollieren. Ist allerdings an sich in den Teamfights. Er kann zwar dann auch Minen reinwerfen, aber der Gegner kann das abschätzen. Das muss ein gewisses Timing haben, weil der sieht schon, okay, der legt gerade eine Mine, ich kann auch wegrennen. Okay, aber trotzdem, wir haben jetzt die anderen drei Dudes aus unserer Community haben gesagt, Undying, Patch und Techies. Was bedeutet das für uns? Weil jetzt haben wir schon drei Chars. Kannst du in die Mitte gehen oder in den Jungle gehen? Okay, dann gehe ich, glaube ich, in den. Was machst du lieber? Ich mache beides gerne. Entscheid dich, du entscheidest. Aber wir haben Undying. Mitte. Ich könnte einen Enigma im Jungle machen. Wäre auch nicht verkehrt. Ist halt die Frage, was du in der Mitte machen willst. Willst du dich eher aufs Farmen konzentrieren oder willst du den Gegner auch rausnehmen können? Also, am liebsten beides, ist klar. Also soll ich einen Strength-Charakter spielen? Stärke? Ja, für Midlane gibt es da eigentlich nur Husker. Echt? Ja. Warum? Mitte Stärke ist nicht so oft. Okay, dann das nicht so viele. Agilität wahrscheinlich oder was? Oder was oder? Geht auch ein paar. Meistens ist ein Intelligenzheld. Okay. Kannst Patch dort spielen. Der Spieler wird schon Botlane. Ja. Du könntest den Husker an sich spielen. Also irgendein Intelligence-Hero sozusagen. Oder so, das kannst du auch. Oder du kannst diesen Husker spielen. Husker heißt der? Der ist Range und Stärke. Wieso spielt ihr kein Reborn, Buddy? Die Beta meinst du, Falkeis? Da war jetzt nicht wirklich die Zeit für das überhaupt drauf zu hauen noch. Weil wir sind ja schnell reingesprungen, weil wir Star Wars eigentlich vorhatten. Ja. Und jetzt schnell Dota machen mussten. Und was ist der große Unterschied bei einer Reborn-Beta? Ich weiß es gar nicht. Die Grafik wurde nochmal ein bisschen überarbeitet. Okay. Und ich glaube, es gibt ein paar neue Spielmodi und es ist halt jetzt für Modder. Ja, fett. Du hast jetzt Modder-Werkzeuge, dass du selbst Sachen machen kannst. Cool. Ja, auch das. Steckt noch in Kinderschuhen, glaube ich. Der Pubmaster. Sieht schlecht aus. Ne? Scheiße. Ist er jetzt off oder was? Fehlgeschlagen. Ja. Das heißt, er ist raus. Ach man, scheiße. Ist er noch hier, Pub? Bist du da? Ja, scheinbar nicht, ne? Da müssen wir ihn. Ja, er ist da. Tja, nochmal versuchen, schade. Gibt uns allerdings nochmal ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, wie wir spielen oder wen ich spiele. Ne? Ja, ich habe dabei keine Connection bekommen. Du hast keine Connection gekriegt. Ah, okay, versuchen wir es nochmal. Nice. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich nicht klappt, dann kriege ich eine andere, das Vergnügen. Ja, okay, schauen wir mal. Noch haben wir ein bisschen Zeit, aber. Ja, du hast gerade die Helden über sich genommen. Genau, ich überlege mir gerade einfach, okay, welche Intelligenz-Heroes machen irgendwie Sinn. Den habe ich, glaube ich, einmal gespielt. Hol ich mal. Den haben wir im ersten Match auch gehabt. Den kann man mit der sehr gut spielen, ja. Was zeichnet denn sozusagen einen Char aus, einen Hero aus, der in der Mitte spielen muss? Was heißt das, den kann man gut in der Mitte spielen? Was heißt auszeichnen? Es gibt unterschiedliche Spielweisen, die du in der Mitte auch an den Tag legen kannst. Es gibt auch eher einen Farmer, einen Ganker. Oder halt, dass du schnell den Midlaner rausnehmen willst. Und hier kannst du an sich, hier musst du auch vor allem die Mitte dominieren. Weil du hast diesen Overload, wenn du immer einen Spell machst, lädt sich das auf und machst extra Schaden, slowst den Gegner. Mit deinem Static Remnant. Kannst du halt auch die Lane super pushen. Ja. Und holst dir eine Bottle und musst dann immer die Runen picken. Nochmal, was hole ich dann? Ein Bottle? Eine Bottle. Das ist. Okay. Eine Bottle hat 3 Schlücke.
die restoren deine Energie und Mana, beides. Und die kannst du halt auffüllen, entweder wenn du halt wieder zurück in der Base bist oder eine Rune pickst. Mhm. Die Rune hast dann oben drin, also die musst du erst aktivieren. Und kannst dann halt noch ein paar Schlücke nehmen und dadurch, dass du dann die Runen immer sammeln musst, bist du ja eh schon die Hälfte Lane durch und dann kannst du auch noch direkt einen Gank ansetzen, wenn du eine richtige Rune hast, zum Beispiel eine Invis oder eine Haste-Rune. Okay. Dann musst du mir gleich in-game auf jeden Fall nochmal helfen, sozusagen. Die Runen, die kann ich ja nicht kaufen, oder doch? Die muss ich einfach... Oder Waldgeist schlägt auch vor, ja. Spirit Breaker ist auch ein sehr guter Ganker. Guck ich mal, Spirit Breaker. Weil er den Charge hat. Spirit Breaker ist ein Stärkeheld. Und er ist vorletzte Reihe, zweiter von links. Mit einem Charge und wärst du sehr schnell. Charge mag ich gerne, ja, super. Ja. Wärst du sehr schnell, du kannst auch, egal von welchem Punkt du auf der Map bist, kannst du den Charge auf einen Gegner aktivieren. Wärst dann sehr schnell, sprintest auf den zu und setzt automatisch einen Stun, wenn du ihn erreichst. Oh, sehr gut. Okay. Deine Freunde sehen das halt, wenn du den schon chargst. Ja, okay. Aber gegen eine Queen of Pain keine Chance, schreibt Pubmaster. So, was habt ihr denn hier? Alles klar. Genau, Viper. Carry für Buddy vielleicht, CK. Oder Viper, wenn Buddy Mitte sein will, ist nicht so kompliziert. Viper farmst du halt sehr viel. Okay, gucke ich mir die Viper nochmal an. Ein Agi. Unten, unteres Dingens, zweiter von oben, zweiter von rechts. Viper. Da kannst du so ein bisschen dein Gegenüber harassen mit der Poison Attack. Und machst halt auch noch extra Schaden gegen Creeps und sowas. Kannst halt schön farmen und den Gegner in Schach halten. Wenn du ab Ulti kannst du dann auch ziemlich gut ganken. Pappmaster sagt, also Viper Mitte finde ich nicht so dolle, so solle, wie auf Lane. Also dolle, berichtige sich noch. Ja komm, ich entscheide mich einfach für irgendeinen Dude. So, Game ist schon mal einigermaßen da. Ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ein Tidehunter, den habe ich auch mal gespielt. Aber wie gesagt, ich spiele nicht richtig, sondern ich gucke sie mir dann an, ne? Und drücke sehr viele Knöpfe gleichzeitig. Ich glaube, ich nehme aber den Kollegen. Wo ist er denn jetzt nochmal? Strength. Spirit Breaker, glaube ich, nehme ich. So was sagt mir zu. So gerade so ein Charge und irgendwie draufklappen, ich glaube, sowas habe ich. Weil da roamst du eigentlich alle Lanes durch, da hast du noch nicht mal eine feste Lane, wirklich. Ist ja gut gesucht, ja, jetzt kommen alle nicht, schade. Natürlich schade, ne? Ja. Es sind sehr viele Freundschaftsanfragen hier unten, alle Schwede, ey. Hallo. So. So, dann gucke ich mal weiter. Gegenstände. Also, was ist das mit den Runen nochmal? Die Runen. Die findet man, richtig? Die spawnen jede gerade Minutenzahl. Aber also bei Null fangen random, sie an. Ne? Das heißt, du kannst nicht sagen, welche Rune wann spawnt. Nee, es spawnt mindestens immer eine Bounty-Rune. Die bringt Geld und XP. Die spawnt mindestens einmal, aber du kannst auch nicht wissen, wo, ob oben oder unten spawnt. Okay. Da haben wir es endlich. So, hoffentlich. Pubmaster, dann Internet. Pubmaster! Okay. Und die Runen brauche ich aber, ich muss diese Bottle irgendwie kriegen, oder kann ich die kaufen, diese Bottle? Die kann man kaufen, kannst du ja mit dem Chicken dann liefern lassen. Die müsste einfach Bottle heißen, also sind halt zum Beispiel wie Chicken, das ist auch so ein Begriff, den hat man halt auch früher verwendet und heute verwende ich ihn auch noch. Ja, dabei ist es ein Donkey eigentlich, ne? Und es heißt Courier eigentlich, Courier. Ja. Okay. So, der Mars hat connected. Jetzt müssen nur noch die im Gegnerteam. Ja, sehr gut. Sehr gut. 1068. Guck mal, Team Level The Dire. Und jetzt musst du oben in der Leiste oder so, genau. Ich raste dich, wo ist er denn? Spirit Breaker. Versuche ich es mal. Boah, stinkt sauer, ist ja geil. Den will ich. Dann. Mitte spiele ich eigentlich nur. Einen Helden wirklich, dauerhaft. Patsch, wir müssen top wegen dem Jungle, schreibt Waldgeist. Ja. Alter, bin ich gespannt. Jetzt gerade bin ich nur fasziniert hier von dem Streitkolben. Das ist nett animiert hier. Seht ihr das? Toll, so das war's. Du nimmst Death Prophet. Death Prophet. Aha. Bin sehr gespannt. Heldenübersicht. So.
Jetzt sieht man schon bei den Gegnern, Axe, der wird wahrscheinlich im Jungle sein. Okay, Legion kann auch noch Jungle sein. Dann macht Axe vielleicht Offlane. Sniper Mitte. Okay, bin gespannt. Alles klar. Bin gespannt. Hast du gerade den Gegner gecheckt oder was? Ja, was macht? Genau. Ich habe halt jetzt zwei Optionen, wer bei den Jungle machen kann. Start-Items, worauf soll ich gehen? Tango auch auf jeden Fall. Und sag mal, was macht Sinn? Ja, es werden ja empfohlen, also Schild kannst du auf jeden Fall. Willst du auf diesen Stick gehen? Dann hol dir schon mal den Magic Stick, genau. Alles klar. Auf den hier meinst du, Magic Wand oder was? Ja, da brauchst du dann halt noch ein paar Items mehr dafür. Jetzt kannst du noch das Schild holen und einen. Du kannst noch zwei von diesen Branches, die da drunter sind, holen. Genau. Weil die kosten 50. Alles klar. Was mache ich damit? Achso, kann ich jetzt auf Attribute gehen oder was? So, was mache ich denn jetzt hier? Greater Bash. Solltest du den Charge eigentlich schon machen? Den können wir vielleicht jetzt bei der Rune nämlich schon verwenden. Okay, also ab zur Rune oder was? Wo, welche denn? Oben oder unten? Ja, ich würde sagen top, da sind schon zwei Leute. Also dahin, ne? Jetzt bin ich schon viel zu spät dran. Also kann ich jetzt schon charten oder was? Nee, du musst einen Gegner sehen. Du musst den schon. Wenn du den siehst, drückst du dann drauf und du hast dann. Oder nee, du hast noch keinen Bash, dann macht's. Ich bin mir gar nicht sicher, weil. Da du den Bash noch nicht geskillt hast, kann es sein, dass du noch gar nicht stunst. Die Rune ist da. Wieso holt er sich nicht? 5 Sekunden zum Nullpunkt. Ah, okay. Ach, warte, das ist eine Mine oder was? Ja, das ist eine Mine. Kann ich da auch mit drauf laufen oder was? Die wird halt aktiviert, wenn Gegner draufläuft. Aber nur, wenn Gegner draufläuft. Ja. Alles klar, perfekt. Ah, die haben sie schon geguckt. Ja. Sehr gut. Aber die haben jetzt auf jeden Fall. Oh oh, ich bin auch drauf. Ja. Ah, ich habe ein Problem. Ich bin, glaube ich, weg. Ich glaube, ich bin tot. Kann ich irgendwie auch anders chargen? Wegchargen? Nee, ne? Geht nicht. Ja, da mal, First Blood. Oh, oh. Wegchargen kannst du nicht, ne? Ja. Alter. Ja, bist wahrscheinlich. Jetzt kannst du wegkommen. Alter Schwede, war das knapp. Wie kann ich diese Iron Branch nutzen? Den nutzt du dann für diesen Wand dann draufhauen. Genau. Und gibt dir halt ein Attributpunkt auf Stärke, eben Legends und Agi. Jetzt nur, ich habe ziemlich low HP gerade. Macht das Sinn für mich zurückzulatschen? Ja, ne? Nee, mach mal deinen Stick. Aktiviere mal deinen Stick und ist ein Tango. Dann kannst du auf der Lane bleiben. Okay, den Stick kann ich immer wieder benutzen, oder was? Der lädt sich immer wieder auf durch Spells der Gegner. Und ich glaube eigene sogar auch. Okay, aber ich bin hier Top Lane. Eigentlich wollte ich ja mitgehen. Und hier sind Gegner, ich habe Angst. Zwei. Was bedeutet das? Wie stelle ich mich nun ein? Soll ich da jetzt mit drauf bleiben oder nicht? Was denkst du? Obwohl ich ja ursprünglich in die Mitte gehen wollte, ne? Nee, ich bin ja Mitte. Du bist halt ein Ganker, du bist ein Roamer. Hey, ich habe gedacht, wir hatten nicht ausgemacht, dass wir mitmachen? Dass ich in der Mitte zocke? Nee. Du wolltest doch ganken, also. Nee. Wir Spirit Break, aber für Ganker jetzt gedacht. Ach so, ich habe gedacht, ich habe einfach nur gedacht, ich bin Midlane und Mittehelden gewählt. Okay. Wenn du willst, kannst du jetzt mit einmal mal anchargen und die Windrunner, die mit dem grünen in der Mitte? Zeug, die da ist, ja. Okay. Mach ich. Sonst laufe ich. Toll. Wie das letzte Einhorn hier, nur in Blau. Das ist ja echt lustig. Jetzt mitbekommen, hat einen Windrunner gemacht. Da wird sie für normale Angriffe verfehlen alle. Okay, so. Das war jetzt so semi-erfolgreich für mich. Ja. Solltest halt ein bisschen auf den Lanes mitbleiben, damit du so wenigstens ein bisschen Erfahrung mitbekommst. Ja, genau. Merke ich auch gerade. Dann kann mindestens mal Level 2 werden, den Bash skillen und dann. Kannst vielleicht unten, weil der pusht gerade einen Tower, vor allem wenn die Gegner unter dem Tower sind, dann vielleicht einen Charge setzen. Oder oben gerade, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Sind alle nah am Tower, dann ist immer vorteilhaft, dass du da einen Charge setzt. Ja, wo sind sie denn? Ja, ich sehe ihn, alles klar. One world is much like another. Okay, sind sie zweit hier. Ich ziehe mich mal so ein bisschen im Jungle hier zurück, ne? Ja. Und guck mal, und dann Charge und dann Druck, ne? Jetzt warte ich gerade mal, bis sie hier. Haben die eine Ward? Sehen die mich eigentlich? Weiß ich gar nicht. Das
warte ich mal gerade, bis hier. Hallo, Slaufreund. Sind zu dritt hier, glaube ich. Okay. All paths lead to conflict. Ja, ich habe echt noch ein bisschen. Wir sind hier zu zweit. Ich traue mich fast nicht reinzugehen. Ist noch zu weit weg vom Tower. Sowas muss ich abwarten, ne, als Ganker. Das ist ja klar. Ja, also, du verlierst halt viel, viel XP, wenn du halt nur rumstehst und Zeit, ja. Wenn ich charge halt mal top, die sehen das ja, die können sich ja darauf einstellen, dass gleich ein Gank oder so reinkommt. Okay, der Bash hat gleich über ein paar Minen gerannt. Ich glaube, den Charge musst du durchskillen, weil der auf den sich die Stun-Dauer erhöht. Ich meine schon. Muss man dann mit dem Mauszeiger drüber gehen, dann wird es angezeigt. Aber der andere kann ich weitermachen, nur das weggehen weg. Oh, das war sehr dumm. Ich hätte den Charge genommen und bin in den Tower reingerannt. Das war ja ziemlich dumm. Na gut. So ist das. Man lernt nie aus, ne? Look there. So, was wollte ich haben? Bleib im Busch. Yes. Kann ich hier oben lang? Ja, sehr gut. The way is clear. So, okay, ich soll im Busch bleiben. Wie sieht's hier oben aus? Ah, okay. Wind Ranger fehlt. Ja. Was heißt das? Die ist Mitte bei mir gewesen und kann halt jetzt sein, dass die irgendwo rumgeistert. Vielleicht zu einem Gank-Ansetzer, aber sie ist schon wieder da. Oh je, das war vielleicht auch nicht so clever. Jetzt läuft er weg. Aber ich probiere mich aus, ne? Jo. Ich probiere mich aus. Das ist ja echt krass, ey. Ja, Patsch ist halt gerade nicht auf der Lane, deswegen. Auf jeden Fall ein bisschen genervt, das ist schon mal gut. Aber Ziel eines Gankers ist es, einzugreifen und den Platz zu machen, ne? Ja. Komm zurück, wir brauchen Wards. Meint er damit mich oder dich? Einen richtigen Supporter haben wir nicht. Okay, aua, ich krieg auf den Sack. One world is much like another. Shit. Sieht für mich jetzt gerade nicht so gut aus als Ganker. Ich glaube, ich muss mal irgendwie anschließen, einfach um XP zu kriegen. Ich bin jetzt Level 3. Dann kannst du ja zum Beispiel gerade Top-Lane kannst du eigentlich. Weil Patsch ist gerade unten, deswegen bleib einfach Top-Lane gerade. Deswegen immer ein Auge auf die Minimap haben, wo die Gegner sind, wo unsere Leute sind. Patsch ist eben gerade runtergegangen, da kannst du auf der Top-Lane ein bisschen verweilen. Aua, 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 aua. I charge ahead. Was soll ich jetzt kaufen? Was macht Sinn für mich? Magic Stick habe ich, muss ich Power Treads. Also Treads und Power Treads fertig machen. Between the planes. Indeed. Also ich laufe die ganze konstant mit halb HP rum. Das ist nicht so clever, ne? Soll ich lieber zurückgehen? Ich habe nur keine. Ich habe nichts mehr, um mich aufzuladen, sozusagen. Ja, dann solltest du vielleicht dann erstmal weggehen. Aber so generell einmal zurücklatschen dauert einfach viel zu lange, ne? Also. Ja, das hat schon. Ja. Hm.
Also ja, genug HP hättest du ja noch eigentlich. Ja gut, ich kenne mich halt nicht aus, weißt du, deswegen. Da solltest du vielleicht jetzt aufpassen. Lauf zum Tower, lauf zum Tower. Alter, zu spät. Fuck it. Alter. Der wurde weggezogen, tatsächlich. Ja, vielen Patsch. Dank, Alter, Batscha. Oh nein, 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 lauf, 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 Alter, das ist knapp. Ist das? Nein! Der Arsch hat sich noch gekriegt, ey. Ach ja. Ach Mann. Your middle tower is under attack. Ja, wir können leider nicht in deine Position reinspringen, deswegen müssen wir hier immer warten. Aber. Okay. Jetzt könnte ich eigentlich hier chargen oder was, ne? Ich bin ganz hinten. Hab ich irgendwen, wo ich reinchargen kann? Könntest Windrunner in der Mitte chargen? Windrunner ist in der Mitte, ne? Ja. Ja, allerdings läuft sie jetzt ja gerade hier schön irgendwie in den Tower rein. Das will ich mal besser nicht machen, oder? Das macht keinen Sinn, nehme ich an. I will. Your bottom tower is under attack. Ja. Yes. Ja, charge sie mal. Ja, echt? Also jetzt? Moment, ja. Ich hab mein Ulti angeworfen. Gut, ich komme. Aha, sie läuft weg. Ja, meine Geister, ey, ein Stückchen, ey. Okay, der Tower hat mich trotzdem gefokust, Alter. Aua. Aua. Ja, meine Geister hätten nur einen Hit machen müssen, Alter. Aber das war, sie muss back, das ist. Kann man mitleben. Oh Mann, ey. Aua, 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 aua! Mhm. Alter, Sniper. Was war das Sniper denn? Ulti. Oh Mann, ey. Ja, das ist jetzt nicht so gut, ne? Also als Ganker bin ich gerade ziemlich schlecht. Ja, ich meine, du spielst halt zum ersten Mal Ganker, das ist... Ja, also... Ich habe irgendwo bei LoL, wie hieß denn der nochmal, so ein keine feste, keine feste Lane haben ist immer ganz schwierig. Ja, also da habe ich einen Joker gespielt, das war echt ganz easy. Da bin ich einfach nur rumgeraten und habe die ganze Zeit Leute fertig gezogen. Das war irgendwie leichter. Auf jeden Fall. Schako warst du da. Ja, genau. Ja. Aber hier ist es gerade nicht so, ne? Oh, hallo? Ich glaube, unser Bild ist weg. Kann das sein? Bell? Ja, da ist er. Er hat wahrscheinlich rumgetestet. Weiß ich auch mal, ich muss mir wieder mir Sound auf den Kopf ziehen, sonst. Ist das der Grund, warum du so schlecht spielst? Ja, genau. Deswegen immer andere Sachen. Naja, es ist sehr hilfreich, doch was zu hören, was auf der Lane abgeht. Und auf anderen Lanes. So. Ich sollte vielleicht nicht durch den gegnerischen Dschungel laufen, ne? Vielleicht doch hier? Komm. Drauf, hey! Bäm! Und lauf, zusammen drauf, komm jetzt! Alter, ist wieder tot. Ich hab gedacht, mit Undying zusammen kann das nur was Gutes werden. Ach, scheiße, okay. Ja, war nicht so clever. Sniper war am Start und Windranger auch. Die sind dann noch hinterher gekommen. Nice. Nice? Das ist nicht gut, oder? Nee, wir haben Top auch geholt, 2 Stück. Okay. Kannst du mich noch hören, so? Ja, ich kann dich noch hören. Okay. Das ist dumm, dass die... Geht nur eine Muschel auf dem Headset. Ja. As suggested. Mann, ey. Das sieht schon wieder gar nicht so gut aus. Ah, noch bei den Grenzen. Der Waldgeist, ne? Da lacht er auch. So. Der Sniper, kriegt den Sniper alleine weg oder nicht? Haben wir irgendwo Wards? Nee.
is clear. Sniper ist aber auch ein Ganker, ne? Nee. Nee? Das ist ein ganz stinknormaler Carry an sich. Nein, 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 abbrechen kann ich nicht. Oh, shit. Oh, das war knapp, ey. Uff. Upon this plane. Wieder drei. So viele, drei gegen einen. Das war doch dumm. Warum tue ich das? Der Tombstone ist von Undying, ne, oder? Ja. Ist der da drin gesichert, oder was? Ja. Na, wir bekommen auch Top Tower, also wahrscheinlich Abtausch. Tower gegen Tower. Scheiße, echt. Your bottom tower is under attack. Okay. Was machst du jetzt? Wie reagierst du auf das Spiel? Erklär mir mal bitte ein bisschen. Ja, ich habe halt gesehen, wie ihr drei unten gestorben seid. Da konnte ich halt nicht mehr wirklich viel angreifen. Und habe einfach einen Tower-Abtausch gemacht. Weil jetzt das Problem ist, dass wir gerade schon wieder direkt unten sterben. Einer hat mal wenigstens Pflicht, ist egal. Ich bin nicht einmal reingegangen. Jetzt stirbst du auch. Ja, war nicht so gut. Waren vier da, ne? War vielleicht nicht so clever. Mhm. Okay, Ulti? Wahrscheinlich, ne? Sobald man den Ulti kriegen kann, sollte man es nehmen, oder? Your bottom tower is under attack. Ja, du kannst den Charger abbrechen, genau. Hätten sie eben gerade einfach bei diesem Tower-Abtausch bleiben lassen sollen. Ja. Dass ich oben bekomme und die bekommen halt Bottom und fertig. Will gar nichts mehr machen, aber wieder reingeportet und nicht gut ausgegangen. Smoke mal. So, okay, was wollt? Die Boots habe ich, was brauche ich? Irgendeine geile Waffe. Was macht bei dem Kollegen hier Sinn, beim Spirit Breaker? BKB definitiv. Wo ist der BKB? BKB? BKB. Das ist direkt bei deinen Grundausrüstung. Grundausrüstung? Genau, ja, das Ding. Kinder. Okay, und Ranger steht hier rum. The beast of all worlds. Your middle tower is under attack. As suggested. Lost in wings. Such a beautiful day. Well, Patch hat eben gerade einen Zombie gehuckt. Das war auch sehr, sehr bitter. Jawohl, der ist auch tot. Weil die diese, Ranger gekriegt. Weil dieser Undying-Zauber, der lässt Zombies entstehen. Für ja. Jeden Gegner, der aua, da aua, ist. Aua, aua, okay, ich war dumm, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, ich sollte abhauen. Schnell wie möglich, bitte. Juhu, das war knapp, ne? Okay. Ich habe nicht zugehört, Alter. Ich war im Panikland. Hat man gemerkt. Okay, unser Gegner, soll ich mich zurückziehen oder was? Oder sollen wir beide drauf? Noch können wir drauf. Okay. Vielleicht hält mein Ulti noch so lange, dass ich den Tower bekomme. Das wäre natürlich super. Ah ne, die verstärkt. Kann mal. Zur Viert hier, was liegt hier rum? Was sind das für Fässer? Ah, ich port schon mal top, weil da einiges an Farm rumliegt. Das sind die Ultiminen von Techies. Ah, okay. Die machen eine Menge Schaden und die sind halt ferngezündet. Da ja, kann er dann. Gut. Selbst aktivieren. Kann ich mit dem hier Level 8 in Jungle gehen und einfach da die Mobs wegmachen? Ja, solltest du aber einen Lifesteal holen. Ja, was soll ich mir holen? Lifesteal, dass du durch deine Attacken Energie zurückbekommst. Wie kriege ich das, Lifesteal? Ist auch bei deinen Grundausrüstung. Diese komische Maske da, die so grimmig guckt. Die oder was? Genau. Madness, okay. Und klick mal drauf. Da ist ein Gegenstand, die Morbid Mask, da hast du dann. Lifesteal. Okay, hier ist Action. Sollen wir da hin? Ja, definitiv.
Ich hätte noch ein Ulti, ich versuch mal irgendwie. Gleich ein Port. Bin gestorben. Ja gut, 22 Uhr, Leute. Und wenn der Eduard das sagt, dann machen wir jetzt Werbung. Schnell. Wir sind 19 Minuten im Spiel und hoffentlich sind wir gleich immer noch im Spiel, wenn ihr zurückkommt. Carsten sieht konzentriert aus. Oh, ich fail gerade hart, ey. Er fail gerade hart. Werbung.